Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben an der Forschungsstation. Hat er ja überlegt, ne? Baust du hier. Was war das hier? Die eine Waffe hier zusammen? Hier. Diese hier? Nein. Halt. Hier. Diese hier. Haust da dieses Granaten-Upgrade rein. Dann war halt so meine Überlegung, ne? Also, das macht halt jeden Schuss dieser Waffe zu einer Granate. Haben aber halt kein Eiroch-Flüssigkeitsbeutel. Gibt halt auch irgendwo Händler, wo genau habe ich jetzt nicht rausfinden können auf die Schnelle. Ja, da haben wir halt so mal Überlegung. Bei so einem kleinen Spaß, da können wir eigentlich auch irgendeine Waffe nehmen, die wir auch herstellen können. Müssen wir jetzt nicht unbedingt rumreisen. Vielleicht haben wir da auch hier so eine Waffe, die halt ein bisschen stärker ist oder sowas von Dingens her. Ob das jetzt auch wirklich so gut funktioniert, ist so eine andere Geschichte. Hier hätten wir allerdings noch eine Waffe, die hat ein größeres Magazin. Das heißt, wir würden dann jedes Mal 30 Granaten verschießen. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal die hier und gucken mal, was daraus wird. Nachher wird das total furchtbar und der Schaden der Granaten wird dann irgendwie als Basis genommen. Der Schaden der Waffe oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren das einfach mal aus. Ja, ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts. So, wo ist es denn jetzt hier? Das Granaten-Upgrade hatten wir doch. Hier, Granatenwerfer. Genau. So, dann dazu. Was machen wir denn? Irgendwas mit mehr Schaden? Wäre schön, wenn wir sowas haben. Wenn das wirklich wendig wäre. Ich glaube, so viel haben wir eh nicht. Nee. Wir nehmen mal hier eine Doppelmod-Erweiterung. Und dann noch. Ja, was nehmen wir? Gegen Panzerung. Panzerung ist nie verkehrt. So, das stellen wir her. Nennen das einfach mal so, wie es ist. Ich hätte es natürlich auch Boom-Gedöns-Dingens nennen können. Nicht hinzugefügt. Achso, weil kein Platz im Inventar. Ja, toll. Okay. Gut, muss ich mir eben kurz merken. Dann machen wir mal kurz unser Inventar ein bisschen leerer. Oh, was haben wir da schon wieder? Viel zu viele Nahkampfwaffen, die ich alle nicht gebrauchen kann. Wir haben auch so einen kroganischen Hammer. Was macht denn da einen Schaden? 666. Diabolisch. Ja, wir packen auf jeden Fall das hier weg. Zack. Krügerhandschuh weg. Haben wir auf jeden Fall Platz für das, was ich mir herstellen will. Alles weitere kann ich dann gleich immer noch gucken. So, Entwicklung. Waffen, Sturmgewehre. Das Ding hier. Einmal Granatenwerfer. Einmal Doppelmod. Einmal Panzerungsmodul. Passt. So, herstellen, fertig, zack. Entwicklung erfolgreich. So, dann wollte ich eine Nahkampfwaffe noch herstellen. Nämlich haben wir jetzt extra hier das Sari-Schwert ja quasi entwickelt. Das macht 613 Schaden. Sind ein bisschen weniger als der kroganische Hammer, aber hey. Was nehmen wir da rein? Machen wir sowas. Machen wir mal Antipanzerung. Machen wir mal. Wir haben so viel. Ja, mach mal. Wird schon irgendwie. So, herstellen. Okay. Weiter. So, da haben wir jetzt das endlich hergestellt, was ich herstellen wollte, womit wir letzte Folge aufgehört haben. Muss halt jetzt nur noch dran denken, dass ich das auch ausrüste. So, dann. Haben wir das. Glaube ich, fürs Erste. Dann lass uns jetzt mal nachgucken, was wir jetzt noch an Quests haben, die wir erledigen wollen. E-Mails haben wir, glaube ich, jetzt derzeit nichts. Nö. Ich glaube auch irgendwo hier spielt Musik, bin mir nicht sicher. Logbuch. Wir haben einmal die Quest, die wir sowieso auf ein Nexus aufgeben müssen jetzt hier, diese von den Pflanzen. Abgeschlossene Mission haben wir jede Menge. Also zusätzliche Aufgaben, ich glaube, ein Großteil dieser Quests werden wir niemals beenden. Ist aber so. Das sind halt wirklich so Nebenquests, wo ich dann sage, ja, ne, muss nicht unbedingt sein. Ne, was ich halt mitnehmen kann, ist okay. Wir wollten unter anderem nach Aya, ne, weil dort irgendwie so was ist. Ne, gar nicht wahr. Aber keine Ahnung, wo das war. Vergessene Geschichte.
Genau, das ist auch so eine Quest, die wir wahrscheinlich nicht machen werden, weil da, das ist halt Nadel im Heuhaufen suchen, weil mir es nirgendwo angezeigt wird, wo ich da hin muss. Ne? Ist einfach so. Auf Illaaden haben wir die Suche nach Leyetta, da müssen wir nach Aya. Und dann haben wir noch ein paar Quests auf Nexus, diese eine hier. Untersuchte Orte. Keine Ahnung, wo ich dafür hin muss. Also wenn das jetzt hier auch so ein Nadelheuhaufen ist und ich da nichts sehe, wo ich unbedingt hin muss, dann werde ich das auch nicht erledigen. Dann gehen wir nämlich unserer Quest einfach nach hier mit dem, was Sam uns gesagt hat. Und dann mal schauen. Ich will da wieder rein. Hallo. Tür. Die haben die Tür verriegelt. Ich kann da nicht mehr rein. Hm. Blöd. So, mal sehen. Wenn ich jetzt da hoch will, ob ich jetzt da hochkomme. Also, besser gesagt, noch reinkomme. Ah, jetzt öffnet sich die Tür wieder. Ist ja toll. So, schauen wir mal ganz kurz, wo wir denn hin sollen. Für die eine Quest. Gehen wir mal hier in die Systemübersicht. Da, Leben im Grenzgebiet. Und genau muss ich da hin? Ach, ist das hier dieses Raumschiff, das ich immer scannen soll? Okay. Dann kriege ich das ja vielleicht tatsächlich sogar hin. Vielleicht. Das andere hier mit den angarischen Artefakten, das eine ist halt irgendwo auf Kadera, wo es mir nicht angezeigt wird, und das andere ist, was war es, auf Eldan, wo es mir auch nicht angezeigt wird. Was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde. Aber gut. Das heißt, es macht unsere Quests, die wir jetzt noch überhaupt zu erledigen haben, sehr, sehr wenig. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir von Drake noch keine Zusatzquest bekommen haben. Für das Erledigen von irgendwas für ihn. Das wundert mich wirklich. So, was haben wir denn hier? Ja, das klingt auch gut. Okay. Und wo ist jetzt das Versteck der drei Säbel? Auf Kadabra. Natürlich. Wo denn auch sonst? Ich sage, Dreh- und Angelpunkt. In der ganzen Andromeda-Galaxie ist Kadabra. Kadabra. Oh. Ich hatte auch so ein Pokémon, das hieß Kadabra. Ah nee, das hieß Kadabra. Zauberei. So. Düsen wir mal hin, rotten die aus. Dann können wir auch gleich die Waffen anlegen und ausprobieren. Bin ich sehr gespannt, wie sich die neuen Waffen machen werden. Also an sich, die Nahkampfwaffe, die wir haben, ist schon eine Bereicherung zu unserem Universalwerkzeug. Wegen des erhöhten Schadens. Ne? Mehr Schaden kann ich schaden. Das Übliche. Und wie das jetzt hier funktioniert mit dem Granatenwerfer, das wäre auch noch interessant. Mal gucken. Wir müssen nach... Wo müssen wir denn genau hin? Wir müssen tatsächlich in die Badlands. Gehen wir von aus. Oder zumindest in die Slums. So, dann mach mal hier Sturmgewehre. Die ist das, ne? Denke ich mal. Irgendwas, was ich da reinpacken will? Präzision, ja, nee. Nee, lassen wir erstmal so, wie es ist. So, und die Klinge austauschen gegen das Asari-Schwert.
Der macht 613 Schaden, unsere Universalklinge macht 458. Der Krokanische Hammer wäre nochmal um ca. 50 Punkte stärker. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, einfach mal so eine Asari-Schwertklinge zu nehmen. Wie genau die funktioniert, ich habe keine Ahnung. Einfach F drücken und dann mal gucken. Okay. Person passt. Auswahl bestätigen. Ja. So. Dann hoffen wir mal, dass es alles so funktioniert, wie ich mir es vorstelle. So, wir müssen tatsächlich da hinten raus. Wir können ja mal gleich hier schon mal die Waffe ausrüsten. So, einmal hier ganz kurz hier testen. Wow. Das ist das Asari-Schwert. Okay. Das ist nett. Wirklich nett. So, dann testen wir mal. Nicht die. Ah, okay. Ich habe mir tatsächlich mehr erhofft, tatsächlich. Du hast einfach nur die Schüsse. Das Wasser brennt. Ja. Das ist die Schütze. Die Schüsse 1:1 ersetzt. Na, aber ist okay. Haben wir einen Granatenwerfer, warum nicht? Ich habe mir das wirklich schon so ein bisschen vorgestellt. Ja, da hast du da ein Sturmgewehr und schießt dann in Sturmgewehr-Manöver dann Granaten ab. Was natürlich eigentlich keinen Sinn gemacht hätte, aber es macht auch keinen Sinn, ein Sturmgewehr zu einem Granatenwerfer umzuwandeln. Ne? Aber, war halt so meine Idee, wäre interessant gewesen. Leider funktioniert das nicht so. Leider. Bin ich hier richtig? Ach, ich kann mich auch da importen. Ich bin im Kampf. Natürlich, wenn ich irgendwas bin, dann bin ich im Kampf. Das kann ich am besten. Aber ich hätte mich dahin reisen können. Dahin schnell reisen. So, kann ich jetzt? Ja. Job. Okay. Muss ich von hier aus gesehen wahrscheinlich hier den Hügel hoch, ne? Und dann irgendwie dahin zu kommen. Ich gucke nochmal sicherheitshalber. Jo, ist korrekt. Ein korrekter Weg. Das ist ein guter Weg. So. Ich muss sagen, ich hatte auf Piraten mit Augenklappe und Holzbein gehofft, die nicht ganz so schießwütig sind. Ach, Pibi. Weniger naiv sein. Auch von dem Sohnemann hier mit dem der Sohnemann der Hacker-Organisation. Haben wir auch nichts mehr von gehört, ne? Hieß ja, ja, ich werde mich rächen für das, was sie meine Mutter angetan haben und all so ein Kram. Ja, sehe ich ja. Okay. Hi. Aber ja, Schaden gefällt mir so an sich. Oh shit. So. Ja. Ich habe schon schlechtere Granatenwerfer gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist okay, kann man machen. Ich bin mit der Entscheidung jetzt nicht so unzufrieden. Ja, hier. Was? Was willst du denn? Ach, nix wolltest du. Okay. Ja, das Asari-Schwert ist tatsächlich die größere Bereicherung des Arsenals. Muss man einfach mal so neidlos anerkennen. Unter mir haben wir einen Feind. Da. Gehabt. Okay. Dann können wir mal das Versteck auch durchsuchen. Wenn das wirklich wendig wäre und wenn ich hier auch vernünftig hinkommen würde. Hallo? Spring. Okay, Inventar ist voll. Wir müssen bei Gelegenheit mal unser Inventar wirklich ein bisschen räumen.
Datenpad mal untersuchen. Drei-Säbel-Memo. Ich will nichts davon hören. Sie wussten alle, dass es den Bruch mit der Nexus endgültig macht, wenn wir Yale stürzen. Kein großer Verlust. Die Zitze war ohnehin ausgesaugt. Die Unabhängigkeit ist nicht nur die klügste Option, sondern auch die einzige Option. Wir haben jetzt die Ausrüstung und die Freiheit, um den Laden zu übernehmen. Angara? Kein Problem. Yale soll angeblich auf Eos sein. Vergessen Sie ihn. Er wird nicht reden. Wenn er etwas sagt, deckt er nur seine Beteiligung auf. Und die Beteiligung der Nexus. In diese Position wird er sich nicht bringen. Cochrane? Sie haben Ihren ehemaligen Anführer also abgesetzt. Und wo soll ich jetzt hier untersuchen? Das hier? Aha. Das ist ja ein ganzes Lager voller gestohlener Vorräte. Was erwartest du? Es sind Piraten.